Zwei Handwerksbetriebe, die familiär geführt werden und von einer Meistergeneration an die nächste weitergegeben werden. Darum geht es in dieser Ausgabe von HWK-TV. Als Frau im Handwerk Erfolg haben, dafür steht die Biografie von Michelle Marx aus Brutig-Fankel an der Mosel. Die 27-Jährige ist über einen kleinen Umweg ins Kfz-Handwerk gekommen, ist dann aber in ihrem Beruf mit Bestleistungen durchgestartet und erkämpfte sich 2012 den Bundestitel als beste Kfz-Nachwuchsmechatronikerin. Doch ihre ersten beruflichen Schritte hat sie in einem ganz anderen Feld zurückgelegt. Ich habe ursprünglich Bankkauffrau gelernt, habe dann aber nicht so den Spaß mehr dran gehabt, habe dann angefangen, habe meine Ausbildung nachgemacht und direkt nach der Ausbildung auch den Meister, weil ich in der Ausbildung halt auch schon gemerkt habe, dass ich den Beruf machen will und die Werkstatt dann später übernehmen will. Und dafür brauche ich den Meister. Mit dem Meisterbrief in der Tasche wird sie langfristig den Familienbetrieb mit zwei Standorten in Ellens und Mesenich übernehmen. Mein Papa hat die Werkstatt 1983 gegründet, also vor 31 Jahren. Wir hatten zuerst einen Standort in Mesenich und da sind wir jetzt seit 31 Jahren. Seit 5 Jahren sind wir hier in Ellens in der Werkstatt noch, haben im Moment 3 Angestellte und meine Eltern und ich. Als Chefin wird Michelle Marx Verantwortung übernehmen und neue Erfahrungen sammeln. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmerkarriere sind nicht schlecht, denn mit dem Meisterbrief ist sie im fachpraktischen Bereich wie auch im kaufmännischen Sektor gut vorbereitet. Dabei hat die junge Handwerkerin eine überdurchschnittlich gute Meisterprüfung hingelegt und ist Jahrgangsbeste unter 132 Jungmeistern. In der 114-jährigen Geschichte der Handwerkskammer Koblenz ein Novum. Denn noch nie stand eine Frau auf dem obersten Treppchen im Kfz-Handwerk. Geplant war das so nicht, aber mit der richtigen Vorbereitung ist offenbar alles möglich. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet, weil ich halt gesagt habe, wenn ich einmal den Meister mache, dann will ich noch richtig machen. Aber jetzt speziell auf den Platz eigentlich nicht. Also nur, dass er für mich. Ich habe jetzt für mich mir eine Note festgelegt, die wollte ich haben, die habe ich auch erreicht. Von Deutschlands bester Kfz-Mechatronikerin zur besten Meisterprüfung in ihrem Gewerk. Ein beeindruckender Weg, den die 27-Jährige zurückgelegt hat. Und auch die Perspektiven stimmen optimistisch. Kein Wunder also, dass Michelle Marx das Kfz-Handwerk empfiehlt. Geht es um die Berufswahl für junge Frauen. Einfach bewerben, einfach versuchen. Wenn man Spaß an sowas hat, dann sollte man keine Scheu haben. Um die erfolgreiche Arbeit eines Meisterbetriebes, in dem ebenfalls eine Handwerksmeisterin täglich ihre Spuren hinterlässt, geht es auch im Raumausstatterunternehmen der Familie Krah in Ransbach-Baumbach. Das Geschwisterpaar André Krah und Eva Weisenfeld erfüllen hier die vielen großen und kleinen Wünsche ihrer Kundschaft. Wir sind 1963 gegründet worden von meinem Vater Herbert Krah, haben letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Sind heute mit meinem Vater 6 Personen angestellt, Teilzeit und auch Vollzeit. Wir bedienen eigentlich die anspruchsvolle Kundschaft, die auf der Suche ist nach individuellen kreativen Lösungen. Die komplette Wohnraumgestaltung mit allen handwerklichen Arbeiten, von der Aufpolsterung historischer Stühle bis zur modernen Einrichtung mit Stoffen, wird durch den Betrieb abgedeckt. Wir haben sowohl die komplette Wohnraumberatung, wo wir auch ein komplettes Haus dann einrichten nach dem Konzept des Kunden. Wobei allerdings auch der Kleinauftrag, also ein Fenster hier gerade auch mal vorkommt. Ich handhabe es eigentlich so, ich gehe mit dem Kunden erstmal vor Ort, schaue mir den Raum, die Gegebenheiten an und entwickle dann mit ihm ein Konzept in unseren Räumen, mache dann auch die Vorlagen und wir kreieren dann was der Kunde auch hoffentlich schön findet. Bei der Umsetzung im Betrieb arbeiten 6 Mitarbeiter gemeinsam, darunter auch das meisterliche Geschwisterpaar, was bei den Kunden gut ankommt, denn der Meisterbrief zählt etwas. Die Qualität steigt natürlich enorm. Der Meisterbrief hat ja auch immer noch die Gewährleistung, dass man sich weitergebildet hat, dass man ein höheres Niveau erreicht hat als ein Geselle. Ist ja auch gut so. Auch der kaufmännische Bereich sollte ja auch gepflegt werden. Die Kreativität steigt natürlich mit mehr Bildung, mit mehr Kompetenz. Von daher ist das natürlich für den Kunden ein Riesenvorteil, wenn er hier direkt 2 Meister antreffen kann.
Ob nun in einem Kfz-Betrieb an der Mosel oder bei den Raumausstattern im Westerwald. Was diese Fälle vereint, ist der Meisterbrief als solide Grundlage für unternehmerischen Erfolg und Zukunftsgestaltung. 632 Absolventen zählt der Meisterjahrgang 2013, darunter auch Michel Marx. Informationen zu den Meistervorbereitungskursen gibt die Handwerkskammer Koblenz.